Ja, wir hatten ja nun kürzlich einen Gedenktag und ich bin da hingegangen und habe meinen Stein geputzt, beziehungsweise Elsas Stein geputzt. Und da kommt ein kleines Mädchen und sagt, was machst du da? Und ich sage, ich putze diesen Stein, weil heute ist ein Gedenktag. Und ich, ja, aber was ist das mit diesem Stein? Ja, sage ich, diese Frau, deren Name hier drauf steht, die Frau Elsa Küssel, die hat hier gewohnt in diesem Haus. Und stell dir mal vor, die haben sie umgebracht. Wie findest du das? Warum? Und ich fand es so toll, dass sie sich dafür interessiert hat. Und sie ist dann nachher mit mir noch ein Stück gegangen und hat dann noch so weitergefragt. Und das fand ich richtig süß. Also es ist das erste Mal, dass mich jemand angesprochen hat auf diesen Stein, wenn ich mich da aufgehalten habe. Aber ja, bei hier in der Ecke in Zittauer Nord, da kommen ja auch nicht so viele Leute vorbei. Nein, oder? Nein, es kommen nicht so viele Leute vorbei. Andersrum hat das natürlich auch Vorteile, weil da passiert auch selten was Schlimmes. Also ich habe neulich mit Frau Adler gesprochen und die sagt, dass da auf der Stein auch neulich zu mir gesagt, ich habe eine Rose gefunden auf dem Weg und die habe ich dann zum Stein gelegt. Und das fand ich richtig süß. Die haben das sonst, glaube ich, nicht so. Ja, das ist ja kein schöner Anblick, dieses Haus, ne? Nee, nicht so. Das ist auf jeden Fall nicht so die sanierte Ecke von Zittau. Die Gegend, in der man wohnen möchte, ne? Und das hat Elsa bestimmt auch nicht gerne getan, hierhin umgezogen. Es war ja auch damals schon so eine schöne Ecke. Aber das Haus war damals ja relativ neu, ne? Ja. Ich weiß nicht, in welcher Wohnung sie gewohnt hat, das weiß ich nicht. Sag ihr guten Tag. Genau, wir kennen uns ja über die Stolpersteine. Ja. Ne? Deswegen machen wir heute so ein kleines Interview. Wir wollen sie ein bisschen kennenlernen und Schön. Wir wollen ein bisschen so erfahren, wie sie es nach Zittau verschlagen hat. Ach, und ja. So ein bisschen was aus ihrem Leben. Und vielleicht auch, wie ihr Blick ist auf unsere Stadt. Ja, das gerne. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Und es ist schön, dass wir bei dem Stolperstein anfangen. Ja, das finde ich auch. Genau, weil das war unsere erste Begegnung. Ja, unsere erste Begegnung, ja. Hier haben wir gemeinsam geputzt. Ne? Ach, gucken Sie mal, hier sind noch die Blumen vom Gedenktag. Wie finden Sie das? Überall Spuren. Ja, ist das nicht nett? Das finde ich ja nett, dass das da noch liegt. Also wirklich. Ja, also nach Zittau bin ich ja gekommen, weil mein Mann ein Zittauer ist, den es dann nach Schleswig-Holstein verschlagen hat. Und da haben wir uns kennengelernt. Und eines Tages wurde er Witwer und dann haben wir beide uns zusammengetan. Wir waren schon lange befreundet, ich war mit seiner Frau sehr befreundet. Und dann hat er mir Zittau gezeigt und ich dachte, Zittau, oh Gott, wo liegt das denn? Habe ich noch nie gehört. Und so mein erster Eindruck, er ist dann mit mir vom Bahnhof durch den Tunnel gegangen und ich dachte, um Gottes Willen, wo gehen wir denn jetzt hin? Das ist ja furchtbar. Und dann, naja, das Haus sieht ja auch nicht so schön aus, unser Haus. Ich war also einigermaßen erstmal überrascht. Ja, aber von innen ist es wunderschön. Von innen ist es schön, das haben wir dann gemacht. Ja. Aber dann haben wir uns zusammengetan, haben geheiratet und in meinem kleinen Haus war es für uns beide zu klein. Das war uns klar und uns war auch klar, dass wir nicht immer in so einem kleinen Haus leben können. Wir sind beide Sammler, wir brauchen beide unser Umfeld und das ging nicht. Ja, und dann zog hier die Mieterin aus in dem Haus und dann sind wir da eingezogen. Und dann haben wir ordentlich gewirtschaftet. Und so langsam habe ich dann auch Zittau kennengelernt. Mein Mann ging gerne in den Tierpark, das war so das Erste, was wir gemeinsam gemacht haben. Und da haben wir ja auch ein Patenkind, ein Schwein, ein Wollschwein. Und das ist ganz entzückend. Und das war noch ganz klein. Und das haben wir dann zu unserem Patenkind gemacht. Und ich durfte den Namen aussuchen. Und das war irgendwie alles ganz schön. Da sind wir oft hingegangen. Sind inzwischen auch in diesem Verein, Freunde des Tierparks. Das finden wir auch schön. Haben mit denen schon tolle Ausflüge gemacht. Ja, das war so der nächste Schritt. Was ich dann noch gemacht habe, als ich hier so die politische Landschaft sah, dachte ich, ich müsste mich irgendwo engagieren. Und da ich Sozialdemokratin bin von zu Hause her schon, habe ich gedacht, gehe ich in die SPD.
bin Mitglied geworden und dachte natürlich auch, hier gibt es so eine Frauengruppe. Also das kannte ich so. Aber die gab es leider nicht und wir haben uns auch recht engagiert am Anfang. Dann kam eben Corona und wir haben uns nicht mehr getroffen und wir sind da jetzt eigentlich auch nicht mehr so eingebunden. Ich finde es schade, weil ich das schon wichtig finde, dass man auch nochmal eine andere Meinung hat als die, die hier so vorherrscht. Und naja, kann das nicht ändern. Es ist eben so. Aber meine Meinung besteht halt weiterhin. Ja, Frau Wichert, dann sind Sie aber schon sehr engagiert seit dem Tag an, als Sie hier irgendwie Ihr Leben begonnen haben. Ja, das wollte ich. Ich wollte Zittau erobern sozusagen. Genau, weil das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man einfach auch ja, nach so viel Lebenserfahrung so nochmal den Ort wechselt und sich das auch traut, ne, nochmal ganz neu anzufangen und so seine Bekanntschaften aufzugeben. Ja, muss man erstmal gucken. Ne? Ja. Aber das ging relativ einfach, das muss ich sagen. Ich bin ja dann auch in dem Verein Frauen helfen Frauen gewesen und das fand ich auch sehr schön, weil das so eine Frauengruppe war. Das ist etwas, was ich so von zu Hause kannte, dass man sich mit mehreren Frauen getroffen hat, dass man das unternommen hat. Ich habe ja auch lange alleine gelebt, bevor ich geheiratet habe. Und das war sehr schön und wir hatten ja eine gewisse Zeit lang, ich glaube, das waren so anderthalb Jahre, hatten wir ja diese Veranstaltung Welcome. Da haben wir ja Frauen, es konnten uns Frauen besuchen, die hierher geflüchtet waren. Das war für mich total spannend, weil ich war hier neu, die Frauen waren hier neu. Und das war manchmal, die Gemeinsamkeit. Das war total toll für mich. Und dann haben wir gestrickt und gebastelt und geredet und versucht, irgendwie uns zu verständigen auf die verschiedenste Art. Und das war einfach schön. Das war einfach für mich eine ganz tolle Zeit. Die Frauen fanden es, glaube ich, auch gut. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Gibt es das jetzt noch? Nein, das gibt es nicht mehr. Die Frauen gingen dann in einen Sprachkurs, die müssen ja so einen Sprachkurs machen. Ich glaube, das wird in der Hillerschen Villa gemacht. Und da haben sich die Termine dann einfach überschlagen und die konnten auch nicht mehr leisten. Die hatten ja auch alle Kinder und ja, mussten sich wirklich dann nun dem ergeben, ne? Und mussten einfach Deutsch lernen, ja. Was sie auch mit viel Elan gemacht haben. Wenn ich mir. Ne? Also, das war toll. Das war wirklich toll, was sie geleistet haben. Ja, das war's so. Und dann sind wir seit 2 Jahren sind wir Mitglied in Drausendorf im Rentnerverein. Kennen Sie Drausendorf? Ja, ich kenne Drausendorf. Das ist so ähnlich. Ich kenne Drausendorf. Da draußen ist wirklich nichts los. Da ist absolut nichts los. Aber die Rentner, die haben so einen Verein gegründet, machen einmal im Jahr einen Ausflug. Da sind wir einmal mitgefahren. Das war sehr schön. Und sie machen eine richtig tolle Weihnachtsfeier. Das ist also wirklich gut. Das hört sich für mich an, als hätten Sie enorm Freizeitstress. Nee, ich würde eigentlich gerne noch mehr tun. Und wenn ich die Zeitung gelesen habe und die ganzen Veranstaltungen, dann habe ich immer gedacht, da musst du noch hin und da musst du noch hin. Zum Beispiel jetzt ist ja erstmal ein bisschen ruhiger. Erstmal ist Ruhe, ja. Was hatten Sie damals für einen Beruf, den Sie ausgeübt haben? Ich bin Fachkrankenschwester für Psychiatrie und habe über 40 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Also meine Nerven haben manchmal blank gelegen, aber ich kann mich hier ganz gut erholen, muss ich sagen. Was ich toll finde, ist, dass es eben so viel Kultur gibt. Ne? Und diese für so eine kleine Stadt, oder? Also irre, irre. Das finde ich irre. Ich finde unser Museum so schön. Ich finde das Theater so schön. Und es gab Konzerte in diesem wunderbaren Bürgersaal. Also das hat uns total begeistert. Und wenn man da abends so rauskommt aus diesem Bürgersaal, und dann sind die Lichter alle an von den schönen Häusern auf dem Marktplatz. Und das sieht so schön aus. Das ist einfach wunderbar. Also ich liebe es ja auch durch Zittau zu bummeln und mir die Häuser anzuschauen. Ich finde es schade, dass einige eben nicht mehr bewohnt werden von den wirklich schönen Häusern. Ja, genau. Aber gut, das ist halt so. Und das ist doch eigentlich, ne, wie hier. Also jetzt stehen wir ja auch hier vor einem unbewohnten Haus. Genau. Ja. Und das ist ja was auch diese Gegend hier so ein bisschen noch ausmacht. Ne? Das ist einerseits ist es Flair. Und das andere ist halt das, aber das sehen Sie heute in jeder anderen Stadt. Ja. Ne? Also ist es für Sie aber ein neuer Blick gewesen oder wie ist es so Schleswig-Holstein, wo Sie Es ist ja ein wesentlich kleinerer Ort, in dem ich gelebt habe. Und
man sieht nichts mehr, wenn man lange irgendwo wohnt. Dann sieht man nicht mehr, dass es alt ist. Und ich sehe das hier auch nicht mehr. Ja. Ne? Also wenn ich aus dem Garten gucke, dann ja. Ich habe ja gerne. Wo lang? Wo gehen Sie immer so? Ja, wir könnten mal beim Kindergarten vorbeigehen. Ja. Mein Mann ist nämlich da im Kindergarten, das war gern Kinderheim früher. Und da ist mein Mann eine gewisse Zeit gewesen, als seine Mutter an Tuberkulose erkrankt war. Und das ist immer so unser Rundgang. Okay. Briefkasten, Elsa und dann der Kindergarten. Ja, was habe ich? Ich habe noch irgendwas gemacht, aber das fällt mir leider im Moment nicht ein. Auf jeden Fall habe ich mich immer darum gekümmert, so die Leute kennenzulernen. Und sagen Sie, Frau Wichert, Sie sind dann aber hierher gekommen als Rentnerin? Als Rentnerin, ja. Okay. Wir haben mit 65 geheiratet, wir waren beide 65 und das war 13 und 16 sind wir hierher gezogen. Und das ist vorne anzufangen, weil ich diesen ganzen Stress so zu Hause, also ich hatte ja auch eine Vergangenheit. Ja. Und die war einfach weg. Ja. Und ich war auch ein bisschen befreit. Wie ein neu beschriebenes Nachbar. Ja, weil ich ja auch eine neue Beziehung hatte und aus allem so raus war. Also mir hat das gefallen. Ich fand das schön. Und ich habe mich hier, so am Anfang bin ich manchmal mit dem Verhalten der Menschen nicht so ganz klar gekommen. Das hat sich aber geändert inzwischen. Wie würden Sie das beschreiben? Also Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass da Müll hingeschmissen wird. Da sind ja diese Flaschencontainer und es wird, also jede Woche wird das da gereinigt, weil das ist etwas, was ich nicht kenne und nicht verstehen kann. Das ist mir ein bisschen schwer gefallen, das muss ich sagen, weil ich auch denke, man kann es nicht ändern. Ne? Also das ist so eingefahren, das wird sich nicht mehr ändern. Ja, das ist das Haus, dem mein Mann einige Zeit verbracht hat als kleines Kind, aber er kann sich noch gut daran erinnern, wie das so von innen aussieht. Ja, und das ist ein Kindergarten. Jetzt ist das ein Kindergarten und damals war es ein Kinderheim. Spannend, ne? Ich dachte, wenn ich hier in Zitter lebe, ich kenne immer alles, aber das war mir noch gar nicht klar, dass hier ein Kindergarten. Ja, und schöner. Also die haben mal so ein Fest gemacht, das war richtig toll. Also die geben sich ganz viel Mühe, glaube ich. Ja, es sieht auch schön aus, das Haus, ne? Und was würden Sie sagen, so durch Ihre Tätigkeit in der Psychiatrie? SPD? Ja. Wie, wollen wir da nochmal ein bisschen drüber sprechen? Das würde mich nämlich interessieren, so, was war so der Unterschied von dem, was Sie an Erfahrung mitgebracht haben und was Sie hier in Zitter erlebt haben? Also ich fand das, dass die SPD überhaupt nicht mehr im Stadtrat ist, zum Beispiel. Ne? Das kann man gar nicht glauben. Ne? Also ich finde das erstaunlich. Aber gut, es ist nicht zu ändern. Und der Verein ist eben auch klein und es kamen auch ganz wenige Menschen nur zu den Versammlungen. Es ist irgendwie verschlafen. So. Ja. Das muss man einfach so sagen. Keine SPD-Stadt. Nein. Vorsicht, nicht wie Tim. Oh. Till Schweiger. Aber andersrum, ne? Von hinten ist nicht so schlimm. Nee, das scheint irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Und also jetzt wird auch der Vorsitzende seinen Vorsitz abgeben, der ist 80 und möchte auch nicht mehr. Und da haben wir in der nächsten, am 19. eine Versammlung und dann werden wir sehen, wer es. Und vielleicht kommt auch nochmal neuer Schwung rein. Das kann ja auch sein. Ne? Wird sich zeigen. Kann man einfach so nichts dran ändern. Gucken Sie mal, das sehe ich alles gar nicht. Ja, das Gebäude dahinter. Ja. Ich sehe es nicht mehr. Ich sehe es alles, weil. Ja. Weil ich Ihnen das fremd ist, ne? Ja. Ich sehe das nicht. Und es ist ja auch extrem, also es ist super viel Geräusche, sind hier super laut. Nee. Wohnen Sie hier? Ja. Sie wohnen jetzt hier. Okay. Ja. Ja, und es ist so wirklich eine Gegend, die ist halt super stark befahren, ne? Ja. Ja, weil das eben die Durchgangsstraße nach Löbau ist, ne?
Aber davon kriegen wir nicht so viel mit. Unsere Schlafzimmer, das liegt so zum hinten zum Gartenhaus. Also wir kriegen das nicht viel mit, dieses Geräusch. Und das ist ja auch so ein schönes Haus da drüben, ne? Da wohnen, glaube ich, Studenten drin, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja, schön, ne? Ja, und da, das ist eigentlich irgendwie, da sind wirklich viele, viele Studenten, die da wohnen, die sich auch engagieren. Und irgendwie, manche von denen bleiben dann auch hier zusammen. Ach ja, ja, schön. Obwohl die ganz woanders herkommen. Ja. Ja. Also das finde ich ja auch toll, dass dann doch relativ viele junge Menschen wieder hier sind, ne? Ist vielleicht auch gut, dass wir noch die Hochschule haben. Ja, 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 ja. Und selbst so junge Menschen, die woanders studiert haben oder eine Erfahrung woanders gemacht haben, kommen zurück. Und das finde ich sehr erstaunlich und sehr schön. Ja. Sehr schön. Das muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir gut. Und die jungen Leute sind alle sehr engagiert, finde ich. Also nicht die, die hier geblieben sind, also sich nicht entwickelt haben, will ich mal so sagen. Die so das weitergemacht haben, was die Eltern gemacht haben, die haben sich nicht wirklich entwickelt und werden das auch nicht mehr. Das glaube ich nicht. Aber auch das kann man ja nicht ändern. Ne? Nee. Auch das kann man nicht ändern. Das gibt es in jeder Stadt. Ne? Ja, die Gesellschaft ja, ist halt vielschichtig. Ja. Und wenn, gucken Sie mal nach Berlin oder so, da gibt es auch so Menschen und da gibt es auch so Stadtteile, die so schrecklich aussehen und alte Häuser, die verfallen. Das ist wohl so. Und hier sind ja viele weggezogen auch, ne? Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, vielleicht machen wir das auch zum Teil so, ne? Um einfach ein bisschen sichtbar zu machen, wer hier eigentlich lebt. Ja. Welche Menschen und wie sie sich engagieren und vielleicht was sie einfach auch für einen kritischen Blick so haben. Also, das kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da als irgendwie schwierig erlebe oder als nicht schön oder so, das kann ich überhaupt nicht sagen. Nutzen Sie auch das Gebirge? Sind Sie manchmal im Gebirge? Wir sind manchmal im Gebirge, aber mein Mann ist nicht so der Läufer. Und wir fahren durchs Gebirge. Nicht auf Skiern, aber mit dem Auto. Ich bin neulich mit einer Freundin im Gebirge gewesen, da war es so schön verschneit. Und da sind wir 2 Stunden gelaufen da in Jonsdorf, das war natürlich toll. Und wenn wir Besucher haben, wir haben ganz oft Besucher aus unserer alten Heimat, also ganz oft. Schön. Das war richtig toll. Und jeder sagt, Mensch, das kann ich verstehen, dass du hier gerne wohnst. Das sagen alle. Wir mögen hier alle gerne sein. Das ist wirklich so. Und es gibt ja auch was, was man mit Besuchern machen kann hier. Ne? Ich finde das sehr schön. Meine Tochter hat sich ein bisschen schwer getan am Anfang. Die mochte hier nicht gerne sein. Aber das hat sich auch geändert. Ich denke, der hat die See gefehlt. Ne? Wir haben ja direkt an der See gewohnt. Ne? Der hat die See gefehlt. Ja, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich ein ziemliches Kontrastprogramm ist. Ja, ja. Also wenn man vom Meer kommt. Ja. Also ganz offensichtlich. Ja, und sehen, ne? Also, oh, oh. Das gibt's auch. Das gibt's auch. Großstädtisch, ne? Großstädtisch. Ja, wir hatten offensichtlich genug von der See. Also sowohl mein Mann als auch ich, wir vermissen das überhaupt nicht. Gar nicht. Schön, dass das so ist. Ja, und die Nachbarn sind ja sehr ruhig da, das ist die Telekom. Damit haben wir nicht so viel zu tun. Wollen Sie noch mal in den Garten schauen oder? Ja, haben Sie einen kleinen Blick. Ja, wir haben noch die Weihnachtsdeko stehen. Ich kann mich von diesen Häusern immer nicht trennen, die ich im Fenster stehen habe. Ich folge Ihnen. Die sind nämlich aus Schleswig-Holstein mitgekommen. Andenken. Die hat mein Mann mir gebaut in der Phase der Werbung.
ja, hier haben wir so ein bisschen uns so eingerichtet, dass wir das alles haben, was wir... Ein Strandkorb war das erste. Ah ja, der, ne? Strandkorb. Und wir hatten, ach, das will ich gerne noch sagen, wir brauchten ja sehr viel Hilfe, als wir hier ankamen. Und wir haben so tolle Handwerker gefunden immer. Egal was das war, so ein toller Maler. Einer hat uns die Hütte aufgebaut, das Dach ging kaputt. Wir hatten sofort den Dachdecker, also das war einfach toll. Ja, hier sieht man es ja auch, mit Huss. Ja, ja. Das war das so auch der Norden. Das Erste, was sein musste, was unbedingt, da drin sieht es cool. Ein bisschen winterlich aus, wie, ja. Wie es so ist. Ne? Wie das so ist. Aber es ist, ich finde es, gucken Sie mal, da. Aber hier ist es jetzt ruhig. Es ist ruhig. Ja, perfekt. Wir haben das überhaupt nicht, den Stress. Ja, und das, ich sehe es nicht mehr. Da ist jetzt jemand eingezogen, vor 2 Jahren ungefähr, und der bastelt nun an seinem Haus rum. Da müssen wir dann drüber lachen, ne? Wir haben es hinter uns. Ja. Also uns haben ganz viele Menschen geholfen. Und ich bin ja oft da vorne im Garten und hier gehen ja sehr, sehr viele Menschen vorbei zum Einkaufen, zum Netto, ne? Und halten Sie da auch manchmal einen Schnack? Immer. Ja? Immer. Es entkommt mir keiner. Nee, es ist einfach wirklich ganz nett. Die meisten haben da auch Lust. Die mögen auch mal ihre Tasche hinstellen dann. Ne? Also das ist ja dann noch ein weiter Weg da zu den Häusern, ja, raus. Ne? Da mögen sie gerne mal ihre Tasche hinstellen und dann ein bisschen sich unterhalten. Und ich mag das ja auch. Ich bin ja... Naja, ich hatte einen Beruf, in dem die Sprache und das Reden also mein Handwerkzeug waren. Ne? Ja, genau. Wenn Sie aus dem sozialen Beruf kommen, das, ja, das legt man dann nicht so schnell. Nein, ja, nein. Also ich finde eigentlich immer Zugang zu den Menschen. Das ist so. Frau Wichert, ich habe am Ende stelle ich auf die Frage, wenn Sie sich jetzt was für dieses Jahr wünschen könnten, was so in Bewegung gesetzt werden sollte. Das kann total, also es kann eine Utopie sein, einfach irgendwas, was Sie erträumen, oder es kann aber auch was ganz Kleines sein, was realistisch umzusetzen wäre. Was wäre das? Also erstmal wünsche ich mir, dass Zittau diese Krise gut übersteht, dass die Menschen wieder kommen können nach Zittau, dass wieder Besucher hier sind, dass das wieder in die Welt getragen wird, unsere schöne Stadt, wie schön unsere Stadt ist. Das wünsche ich mir als allererstes. Und das müsste ja realistisch sein, ne? Ja, das denke ich auch. Für mich persönlich wünsche ich mir eigentlich nichts. Ich bin total zufrieden, dass das Theater wieder öffnet und so. Aber das wünschen wir uns alle. Das ist ja nichts Neues. Vermisst man einfach. Ich vermisse mein Schwein. Das kann ich nicht besuchen. Aber das geht ja allen Menschen so. Und das halten wir auch durch. Und das halten wir auch aus. Das, ja, denke ich, das schaffen wir. Wir schaffen das ja gemeinsam und man hat ja Kontakte. Es ist ja nicht so, dass man alleine lebt, ne? Das stimmt. Das finde ich. Ich danke Ihnen und sehr. Ja, ich finde das ganz schön, dass wir das so miteinander gemacht haben. Ja. Weil es bei mir auch so was ausgelöst hat, so vorher, ne? Dass man so denkt, was machst du? Was ist das eigentlich und bist du hier gerne und so. Ich habe auch mit meinem Mann drüber gesprochen und ich bin hier gerne. Das kann ich wirklich aus vollem Herzen sagen. Das hört man gerne. Ja, ja, das ist schön. Ja. Das ist auch toll, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, ne? Das ist wirklich eine schöne Begegnung. Ja. Ich freue mich da auch immer. So. Ja, wir sehen uns ja nicht oft, aber wir sind.